Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Lieblingsprojekt am Montagmorgen. Eine wunderschöne wünsche ich euch. Auch einen schönen Wochenstart natürlich an euch. So, wir sind zurück und ich habe zwei, drei neue Sachen mit reingenommen. Schröder, lass die Hühner in Ruhe, ne? Sagt ihr das? Weil der ist immer so ein bisschen, der will immer da reinlaufen. So, ich habe etwas Neues aus dem Hause Forbidden Mods. Haben die einen neuen 700er Fan rausgehauen. Ich weiß noch nicht, wo er jetzt gerade ist, weil ich habe so viele Mods drin. Müsste der hier sein, glaube ich. Und zwar sehe ich jetzt, okay, da kann man wohl einiges machen mit dem. Da kann man wohl mehrere, also ihr seht die Auswahlmenüs unten, ne? Das ist halt bekannt für Forbidden Mods. Reifenvarianten ohne Ende, Trelleborg, Michelin, Mitas, Nokian, alter Schwede. Design haben wir auch, Design Line, okay. Rundumleuchte links, rechts, links und rechts, ohne Rundumleuchte. Und das Besondere daran ist, man kann wohl auch die Scheiben öffnen, habe ich gehört. Und man kann wohl auch die Rundumleuchten dann wieder mit der Taste N ein- und ausklappen. So habe ich es jetzt mal vernommen. Frontader hat er, Motorausführung haben wir natürlich auch angepasst, sehr schön. Und natürlich dann auch GPS. Gut, das wird vielleicht, vielleicht unser neuer Traktor werden. Mal schauen. Wir haben jetzt den 900er, den 800er, den 500er, glaube ich, war es gewesen. Und das war's, ne? Hier haben wir genau 500er, 800er, 900er. Da fehlt natürlich noch ein 700er, ganz klar, ne? Aber da müssen wir erstmal ein bisschen Geld für verdienen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. So, hier sehen wir schon, wo wir gestern aufgehört haben. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob wir irgendwo auch noch am Feld aktiv. Genau, da waren wir auch aktiv, siehst du? Bringt das was, was der hier macht? Warte, Feld 1. Damit ich gleich mal hier. Das bringt ja gar nichts. Achso, hat er noch nicht angefangen? Das kannst du haben. Das hat noch nicht angefangen. Das war, glaube ich, kurz vor knapp. Feld 1, striegeln. Ne, nicht sehen, striegeln. Warte. So, genau, der hat wow. Der wollte halt genau hier anfangen und dann war die Folge vorbei wahrscheinlich. Gut, kein Problem. Ich würde sagen, das ist aber eine Feldarbeit. Na, das muss man mal auch so sehen. Du kannst einfach so weitermachen. Ne, hast du keinen Bock? Wohin fährst du, Alter? Warte mal, lass mir mal die Punkte anzeigen hier. Ja, er fährt das großzügig ab, habe ich gehört. Okay, wir gucken dann einfach später mal, aber es bringt schon ein bisschen was. Ja, das ist richtig gut. Wir lassen es einfach mal so. Genau, hier müssen wir noch ein bisschen verdichten. Ja, gestern wurden einige Kommentare beantwortet oder auch, wie gesagt, nicht drangenommen, aber beantwortet auf alle Fälle. Viele haben auch geschrieben, dass es, wenn es rot ist, aktiviert ist unten rechts, ne? Also der Allrad ist gelb und wenn die Sperren aktiviert sind, ist es rot, wurde mir in den Kommentaren geschrieben. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass ich hier nicht ganz hochkomme. Ich weiß auch nicht, warum. Wir können aber noch ein bisschen nach hinten schieben. Weil es ja nicht so... Ich wollte eigentlich hinten voll machen und dann nach vorne ziehen, ne? Aber, ja, das war's da wohl mit meiner brillanten Idee. So. Okay. Weil dann können wir vielleicht doch nach oben fahren, weißt du? Wenn wir hier das ein bisschen angeglättet haben. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir hier hinten... Jetzt gucken wir mal, ob wir hier weiter hochkommen. Ah, hier ist schon fast wieder vorbei, ne? Also viel weiter als wie hier komme ich gar nicht. Aber nicht, weil ich irgendwie links oder rechts... warte mal. Das könnte auch... Oh, die Kollision da oben ist höher. Jetzt weiß ich, warum. Guck mal. Seht ihr das? Die Kollision ist höher hier oben. Ich bin mit dem Frontrad immer gegengefahren. Oh, lol. Okay, ja, das kann natürlich keiner wissen. Das habe ich auch nicht gewusst. War jetzt gerade nur Zufall, dass ich das bemerkt habe. Das heißt, wir können, wenn wir das oben haben, auch ganz nach oben fahren, ne? Ja, guck dir das mal an hier. Super. Ja, das macht natürlich dann anders Sinn. Gut. Haben wir das auch geklärt. Da ist die Kollision etwas höher. Wahrscheinlich muss sie das auch sein, weil sonst wird das Zeug nach hinten raus, wie soll ich sagen, kippen. Also da wahrscheinlich muss das auch so sein. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Höher. Ah, jetzt geht's wieder, siehst du? Ah, es ist ein bisschen tricky hier, aber es ist auf alle Fälle machbar. So, gib alles, Fendt. Ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, dass wir da den mittleren genommen, also nicht den ganz, ganz großen, sondern so ein bisschen das Mittelmaß genommen haben. Wobei ein 8er natürlich schon ein großer Traktor ist und bei der Fendt-Familie, das ist ganz klar. Ich lasse jetzt absichtlich das Menü links offen, damit ich sehe, wie viel verdichtet ist, ne? Normalerweise mache ich das hier immer weg, ihr kennt mich ja. Aber wenn ich da ein bisschen gucken muss, wie weit es noch fehlt, du kannst auch hier gar nicht ranfahren. Guck dir, siehst du das? Geht auch gar nicht, ne? Okay, das heißt, wir werden auf alle Fälle diese Folge das fertig machen. Und dann werden wir uns eine Mission mit Weizen suchen, ne? Das wurde auch öfter in den Kommentaren jetzt genannt. Das habe ich auch schon eigentlich geplant gehabt.
Nur wollte ich zuerst was fertig machen, bevor wir wieder was Neues anfangen, ne? So, wobei, wir haben ja genug Traktoren rumstehen. Hier steht einer. Das heißt, wir können das gleich mal angehen, das Problemchen. So, wir haben verdichtet. Raus mit dir. Plane drüber. Ich bin sehr gespannt, wie die Plane aussieht und ob da Reifen drauf liegen. Das wäre mega cool. Okay, sieht ganz unspektakulär aus. Gut, alles gut. Das finde ich ein bisschen, ne? Dass hier so ein... Ja gut, ist halt so. Da müsste man wahrscheinlich über die ganze Fläche das gezogen haben, damit das gut aussieht. Aber ja, lassen wir das mal so. Den werden wir jetzt erstmal hier reinstellen. Oh, der macht sich auch ganz gut mit dem Frontdatter, ne? Muss ich ja so sagen. Gefällt mir richtig gut. War eine gute Idee von euch. So, jetzt lass uns mal nach einem Mischen gucken. Von... Ich bräuchte da mal ein bisschen Weizen. Weizen im optimalsten Fall. Sojabohnen, Weizen. Guck dir das mal an hier. Feld 23. Haben wir noch irgendwas? Hafer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Raps, Mais, Zuck. Oh Gott, nee. Okay, das heißt, wir haben nur eine Mission. Das war, glaube ich, Weizen. Dann würde ich sagen, dass wir das hier machen. Vertrag akzeptieren. Feld 23 müssen wir hin. Wo ist unser Drescher? Drescher? Ah, hier. Wo ist die 23 nochmal? Kann mir das mal jemand erklären? 23 ist... Ja. Unten, beim Sägewerk. Das Gute ist, das muss nicht weit transportiert werden. Das muss nur ein oder zwei Gebäude weit... Hallo, hallo, hallo. Bleibt doch mal ein bisschen geschmeidig hier. So, wir fahren natürlich mit unserem eigenen Drescher, ganz klar. Wenn wir Drescher haben, werden wir nicht extra noch Sachen anmieten. Das macht ja gar keinen Sinn. Da fahren wir lieber mit dem eigenen Gerätchen hier. Können wir noch ein bisschen Geld sparen. Und ja. Dass wir für die Hühner zumindest ein bisschen Futter haben, ne? Weil wenn ich dann vorspule, ne, dann wäre natürlich schon nicht so schlecht, dass wir da ein bisschen Futter drin hätten. So. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es richtig ist, aber ich mache jetzt einfach mal die Rundumleuchte an, weil ich glaube, dass wir etwas überbreit sind mit dem Gerät hier. Ich bin aber gar nicht sicher, aber ich mache es trotzdem mal an, ne? Aber wenn nicht überbreit, dann vielleicht überlang. Ich weiß nicht. Besser anmachen und kein Problem haben, also wie nicht anmachen und dann vielleicht ein Problem bekommen. Das wäre schlecht. So, da vorne steht noch unter Streuer rum, das ist okay. Da fährt gerade der Striegel, das ist auch okay. Eigentlich läuft alles ganz gut, ne? Felder sind wir ganz gut aufgestellt. Können natürlich mehr sein, bin ich auch schon unterwegs, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, damit ich die Felder hier alle habe. Aber hier sind wir, das ganze Eck hier gehört schon mal uns. Und dann müssen wir uns halt in eine Richtung sofort bewegen, ne? Jetzt muss ich aber gucken, ob ich hier links muss. Ja, ich muss hier links. Ich habe mir doch fast gedacht. Schon fast gedacht habe ich mir das. Hier ist noch eine schöne Wiese hier rechts. Also ich werde praktisch alles machen. Was ich nicht mehr machen werde, ist diese Massen an Silageballen, das mache ich nicht mehr. Silage, wenn dann, ja, mit ein bisschen Gras-Silage, aber auch im Ladewagen einfahren, festdrücken oder plattdrücken, weiß nicht, wie man es richtig beziffert. Und dann einfach, ja, gucken, dass was Gutes bei rauskommt, damit wir das auch schön verkaufen können. Da hatte ich schon Bock drauf. Weil ein Landwirt entwickelt sich hier nicht nur in eine Richtung, sondern entwickelt sich hier in mehreren Richtungen, sodass er nicht abhängig ist, wenn jetzt zum Beispiel jetzt mal irgendwie Ernteausfall mit Weizen, ne? Das wäre ja, ist ja prinzipiell ziemlich schlecht. Aber wir sind so aufgestellt, dass wir uns von mehreren Seiten Geld verdienen können. Auch mit der Schafwolle dann irgendwann später, auch mit den Eiern später irgendwann mal, ne? Das ist schon gar nicht so verkehrt, glaube ich. So, das ist ja eigentlich wunderschön gemacht. Wir werden hier mal abkuppeln und werden einfach mal anfangen hier zu ernten. Im gleichen Atemzug werde ich schon mal unser LKW ranholen, weil ich nicht die ganze Zeit hin und her fahren möchte mit dem Traktor. Und LKW geht einfach sehr viel schneller und jetzt ist halt doch, muss man sagen, die Entscheidung gar nicht so schlecht, dass wir den noch nicht verkauft haben, weil, ja, wir brauchen, also brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ich finde halt doch gut, dass wir den jetzt haben, ne? So, ich glaube, bei diesem wunderschönen Feld können wir ganz normal den Standardhelfer aktivieren, weil, mehr brauchst du hier nicht. Mehr brauchst du nicht hier. Das ist ein schnurstracks gerades Feld. Du hast genug, oh, hier hinten kannst du ein bisschen, oh, gucken wir dann nochmal hin. Jetzt holen wir mal einen LKW. Da ist er. Weil dann haben wir das auch schon gemacht. Und dann bin ich ja gespannt. Ich weiß nicht genau, wie viel Weizen wir rausbekommen. Ne? Das wird nicht so ein großes Feld sein. Oder es ist nicht so ein großes Feld. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Wir werden so ein vielleicht 100, 200 Liter Weizen abbekommen von. Aber ganz genau kann man es halt nicht sagen. Ne? Das ist immer so, je sauberer ihr arbeitet auf dem Feld, desto mehr bleibt für euch über. Ob ihr das dann verwendet oder ob ihr das dann verkauft, ist ja eure Geschichte. Aber es bleibt auf alle Fälle etwas über.
Das ist schon mal gut. Also du musst nicht 100% abliefern, weil das Spiel einfach nicht davon ausgeht, dass du 100% sauber arbeitest. Ich glaube, das Spiel ist irgendwo bei 90 oder 95%, keine Ahnung. Und ja. Deswegen ist das schon ganz okay, finde ich. So, wir haben jetzt noch 9.700 Euro. Konto ist sehr, sehr schmal, ne? Aber gut, wir müssen auch so sagen, wir haben Felder gekauft. Feld 8 war ja... Ich hab Schluck auf. Feld 8 war ja ursprünglich gar nicht geplant. Aber... haben wir mitgenommen, ne? Haben wir mitgenommen. Und wir werden jetzt eh bald über den Tag hinausspulen oder drüber spulen, sodass das Zeug auch reif wird hier. Wobei, wir müssen da noch mit dem Unkraut ein bisschen kämpfen und müssen noch ein Feld düngen. Und es ist noch genug zu tun, auf alle Fälle. Wir können auch mal schauen, ob wir für den dicken Feld auch eine Mission haben. Weiß nicht, irgendwas pflügen oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas machen auf alle Fälle. Ich werde jetzt mal nur vorsichtshalber, nur, weißt du, damit ich mein Gefühl besser ist, werde ich jetzt einfach mal den LKW hier hinstellen, damit da einfach kein Drescher runterfährt, weißt du? Das ist einfach so ein bisschen mein Sicherheitsgefühl. So, das ist so eine Barriere, wenn man so haben will. Das sieht ja fast perfekt aus, muss ich sagen. Fast. Aber ist halt nur fast. Wir können aber nochmal rüber düsen hier. Wir können das mal wegmachen. Das sieht gar nicht so verkehrt aus, ja, muss man sagen. Wir lassen aber das Ding nochmal runter jetzt. Oh, das Ding war unten. Moin. Und dann fahren wir hier nochmal rüber, weil ich weiß nicht, ich habe da noch so eine Stelle gesehen, die mir noch nicht ganz gefällt. Aber die wir auf alle Fälle hinbekommen. Das müsste, ja... müsste hier irgendwo sein. Wir fahren jetzt mal hier so rüber. Ich glaube, das war sogar die Stelle. Ja, das war gar nicht mal so verkehrt. Natürlich so kleine, wie soll ich sagen, so kleine Schlitze werden immer bleiben. Wo du dann einfach nicht ganz... Also, vielleicht müsste man die Arbeitsbreite von dem Gerät ein bisschen runterschrauben. Das können wir gleich auf dem nächsten Feld testen. Oder wir machen gleich das linke Feld. Das können wir auch machen. Das Achter. Weil auf dem Achterfeld, da ist nur Unkraut drauf. Da haben wir noch keine weitere Wachstumsstufe, ne? Das heißt, da sehen wir das vielleicht ein bisschen besser. Ich würde sagen, ja, der wird echt noch ein bisschen brauchen mit dem Zeug hier, ne? Machen wir das mal ein bisschen runter. Vorgewende brauchen wir eigentlich nicht, aber ich mache halt einfach mal eins. Ist ja eh Schnuppe. Dann machen wir das Ding mal runter. Und dann können wir den eigentlich schon wieder fahren lassen, ne? So, dann mache ich hier mal Speicherung. F8. Striegeln. Striegeln. Jo. Weil hier siehst du es halt sehr, sehr gut, ne? Das passt. So. Ah, gut. Er hat umgedreht. Das finde ich schon mal supi. Besser wäre, wenn wir den jetzt abtanken, weil er hat jetzt 70% drin, ne? Das heißt, wenn er nochmal runterfährt, ist er wahrscheinlich voll und dann steht auf der falschen Seite. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, wir tanken jetzt ab. Und... haben dann die nächsten 1, 2, 3 Bahnen vielleicht kein Problem. Nicht stoßen. Ja, der Ableitepunkt ist, glaube ich, also der Punkt, wo wir das hinbringen müssen, ist, glaube ich, genau nebenan. Ne? Ja, genau. Da, wo es so grün blinkt. Das müsste hier Biocare sein, glaube ich. Aber das müssen wir nochmal nachgucken, weil ich bin hier nicht ganz sicher. Da haben wir schon wieder leer. Ich glaube, die Absperrung kann ich mir jetzt schenken, weil es hat eigentlich bis jetzt auch ganz gut funktioniert. Okay. Gucken wir nochmal nach einer kleinen Mission für den großen Traktor. Zu Biocare müsste es bringen, richtig. Natürlich auch etwas, was ein bisschen Geld bringt, wenn ich so verkehrt. Düngen, düngen, düngen. Ja, düngen ist halt so ein leidiges Thema, ne? Aber wir haben auch gar keine Feldarbeit. Wir haben einen Gruber-Dingens. Feld 13, wo ist denn das? Ich glaube, ich habe gar keinen Gruber, ne? Feld 13 wäre hier oben, das ist viel zu weit weg. Das ist viel zu weit weg. Was ist das hier? Achso, das ist eine Wiese. Okay, verstehe. Verstehe. Okay. Ich habe irgendwas drin. Ah, gut, wir könnten, es gibt noch einen Plan B. Wir könnten uns auch Big Bags kaufen mit Hühnerfutter, ne? Da, hier, Weizen. 1000 Liter für 1500 Euro ist natürlich ein absoluter Wucherpreis, das ist klar. Oder wir warten einfach, bis in der nächsten Folge das Feld abgedroschen ist. Ich glaube, wir warten. Ich glaube, wir warten und dann können wir uns sicher sein, dass wir
auch ein bisschen was bekommen. Das ist eine gute Idee, so machen wir das. Liebe Leute, wir sind aber auch schon wieder fertig für heute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wem es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne auch kostenlos Kanal abonnieren und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.